Okay, Leute, ihr musstet lang genug warten, aber heute gibt es endlich alle Fehler in der vierten Staffel der Yu-Gi-Oh!-Serie. Und obwohl das Ganze eigentlich ja nur eine Filler-Staffel ist, ist diese Staffel bei sehr vielen Fans extrem beliebt. Und ja, für alle Leute, die das nicht wussten, der Orichalcos-Arc ist eigentlich nur eine Filler-Staffel. Deswegen kann ich auch jetzt schon mal sagen, dass die Macher sich in vielen Aspekten überhaupt keine Grenzen gesetzt haben. Aber falls euch solche Fehlervideos nebenbei gefallen, würde ich mich extrem über einen Like und auch ein Abo freuen. Tatsächlich haben auch gerade mal 20% der Leute, die meine Videos gucken, meinen Kanal abonniert. Also über euren Support wäre ich ziemlich dankbar. Aber nun schauen wir uns doch mal alle Fehler im Orichalcos-Arc an. Das folgende ist eine Fan-Zusammenfassung in Anlehnung an CinemaSins Everything Wrong-Serie. Dieses Video ersetzt nicht das Original. Es dient nur zur Unterhaltung und macht das Original in keiner Weise schlechter. Es ist keine objektive Kritik und spiegelt auch nicht zwangsweise die Meinung des Autors wider. Yu-Gi-Oh! Ist Eigentum von Treasure, Toei Animation, Konami und Kazuki Takahashi. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass Yu-Gi-Oh! Im Japanischen richtige Openings hat. Also wirklich mit Text und so. Aber holy shit! Das japanische Opening für diese Staffel ist ja der absolute Hammer. Das hat sogar einfach komplett andere Animationen. Ich kann hier logischerweise nicht alles zeigen, aber bitte guckt euch das an. Ich mag an sich das Opening bei uns im Westen, aber im Vergleich dazu ist das absoluter Abfall. Ist gar nicht Yugis Art, den Unterricht zu verpassen. Ich hoffe, es ist alles okay mit ihm. Führ mich zum Museum. Dort muss das Geheimnis zur Befreiung meines verlorenen Gedächtnisses liegen. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber im Japanischen hat er nicht die Schule geschwänzt. Der ist einfach während der Freizeit dahin gegangen. Jeder auf dieser Welt will die Götterkarten stehlen. Was lässt Yugi die einfach bei seinem Großvater? Damit bettelt er quasi danach, dass ein verrückter Kult, der die Welt erobern will, die einfach an sich reißt. Wenn das Siegel von Orichalcos aktiviert wird, werden eigentlich alle spezialbeschworenen Monster auf dem eigenen Feld zerstört. Und mit seinem plündernden Hauptmann hat der Typ seine Schattenbändigerin spezialbeschworen. Also müsste sie eigentlich zerstört werden. Wird sie aber nicht. Genauso wenig wie alle anderen Monster in der Staffel, die durch das Siegel eigentlich zerstört werden müssten. Denn ja, das passiert häufiger. Aber hier einmal erwähnt für alle Fälle. Ich habe auch eine Zauberkarte, die ich aktivieren kann. Aber der Typ hat eine Falle aktiviert und keine Zauberkarte. Außerdem lege ich zwei Karten verdeckt aufs Feld. Damit ist mein Zug beendet. Yugi sagt, er legt zwei Karten verdeckt, aber eigentlich ist es nur eine. Mutiger Angriff ist keine echte Karte. Hey, schon im ersten Duell eine Fake-Karte. Glaub mir, das ist ein Zeichen für die Staffel. Dein Obelisk hat eine Stärke von 4500 Punkten. Also brauche ich noch 1500 Punkte, um ihn zu besiegen. Und genau so viel habe ich auch noch übrig. Eigentlich haben Yugis Magnetkrieger 4600 Angriffspunkte gemeinsam. Das sind 100 Angriffspunkte mehr als Obelisk hat. Und es reicht, wenn Yugi mit der Karte die Angriffspunkte auf 0 setzt. Ja, geht auch, wenn es mehr sind. Aber es fehlen eigentlich nur 1400 Angriffspunkte. Und Yugi hat nicht genau die Menge, die er braucht. Sondern mehr. Außerdem zerstören die hier Obelisk gerade mit dem Effekt einer Zauberkarte. Aber die ägyptischen Götterkarten können nicht durch Zauber- und Falleneffekte zerstört werden. Das haben wir schon öfters in der Serie gesehen. Nur weil das hier Filler ist, heißt das nicht, dass die Regeln nicht mehr gelten. Schutzwall ist auch keine echte Karte. Und auch Bronzeritter ist keine echte Karte. Du hast 6 Monster. Dieses bekloppte Glotzauge schummelt doch. Mann, im Regelhandbuch auf Seite 3 steht ganz eindeutig, dass nur insgesamt 5 Monster pro Duelland zur selben Zeit im Spiel sein dürfen. Joey hat das Regelbuch gelesen? Ist es jetzt überraschender, dass Joey angeblich die Regeln kennt oder dass er echt ein Buch gelesen hat? Ich zweifle nämlich weiter an beidem. Und das hier ist nebenbei auch eine von den 100 Extra-Effekten, die der Siegel von Orichalcos im Anime dazu bekommen hat. Ja, die Karte soll genau wie die Göttermonster übermächtig im Anime sein und sie erschien auch erst 2012 offiziell im TCG. Aber im TCG hat sie einen anderen Effekt, also zähle ich das hiermit auf. Das mache ich ja generell mit allen Karten, dient ja nur zur Unterhaltung. Aber hier vor allem, weil die maximal mit den Effekten von der Karte übertreiben. Denn mit dem Siegel von Orichalcos wird die Zauber- und Fallenkartenzone nicht zur Monsterzone. Also es gibt nicht zwei Reihen und man muss nicht erst die vordere Reihe besiegen, um die hintere anzugreifen. Der Gegner kann nur nicht das Monster mit den niedrigsten Angriffspunkten als Angriff wählen. Das Siegel von Orichalcos hat auch nicht den Effekt, dass es generell nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Es kann nur einmal pro Spielzug nicht zerstört werden. Das Interessante ist nur, dass das hiernach nie wieder versucht wird. Also haben die Typen Yugi und die anderen vielleicht auch einfach nur verarscht, weil die echt Schiss davor hatten, dass man mehr als einmal pro Runde versucht, das Siegel zu zerstören. Wäre ein bisschen lustig. Diese Karte heißt Rückkehr des Kriegers. Sie bringt mir meinen verlorenen Soldaten zurück. Mit der Karte kann man ein Kriegermonster zurück auf die Hand nehmen und es nicht vom Friedhof beschwören. Zauberakademie ist auch keine echte Karte.
Ich möchte erwähnen, dass ich bisher immer noch in der zweiten Folge der Staffel bin. Ich glaube, das Video wird mich umbringen. What the fuck? Das schwarze Magiermädchen müsste 2300 Angriffspunkte haben, da der schwarze Magier auf dem Friedhof liegt. Aber sie hat hier einfach 2800 Angriffspunkte. Im Japanischen erwähnen die natürlich wieder, dass das an der Zauberkarte liegt. Aber bei uns lassen die diese wichtige Info einfach weg. Das sind Duelmonster. So ist es. Also entsprangen diese Monster nicht im alten Ägypten vor 5000 Jahren? Es gab sie schon vor 10.000 Jahren in der legendären Stadt Atlantis. Wie bereits zuvor erwähnt, das Ganze hier ist nur eine Filler-Staffel. Das gab es so nicht im Manga. Also einmal im Allgemeinen gesagt, alles was hier in Verbindung zu Atlantis, den Duelmonstern oder auch dem alten Ägypten gesagt wird, ist falsch. Ach du Kacke! Was haben die denn mit Raphaels Nase gemacht? Der sieht hier einfach aus wie Mr. Bean. Du hast Timaeus befreit. Eigentlich sind diese Drachen bekannt als die namenlosen Drachen. Also man hat vergessen, wie die heißen, weil es so lange her ist, dass sie existiert haben. Und auch das schwarze Magiermädchen weiß nicht, wie die heißen. Nur die auserwählten Duellanten erfahren ihren Namen, wenn sie das Schwert aus ihnen rausziehen. Hey, wir wollen keinen Ärger. Daran hättet ihr denken sollen, bevor ihr auf unserer Straße gelandet seid. Der Typ hier redet, aber man sieht, dass sich seine Lippen nicht bewegen. Ich aktiviere Thunmaske. Diese Karte erlaubt mir, meinen Hexenmeister gegen eine Thun-Version deines Monsters einzutauschen. Begrüße meinen blauäugigen Thun-Drachen. Eigentlich kann man mit der Karte ein Monster des Gegners wählen und ein Thun-Monster mit einer gleichwertigen oder geringeren Stufe einfach so beschwören. Man muss dafür nicht erst das eigene Monster opfern. Amulett der Klage ist keine echte Karte. Pegasus aktiviert hier Thun-Wiederholung, um nach seiner Battle-Phase seinen Thun-Drachen zu opfern, das schwarze Magiermädchen zu rufen und dann nochmal mit der anzugreifen. Aber die Karte erlaubt es einem Thun-Monster nur zweimal in einer Runde anzugreifen. Wenn er seinen Drachen opfert, kann er das nicht mehr tun. Ich beende den Zug, indem ich Versago den Zerstörer im Angriffsmodus rufe. Kaiba muss echt mal zum Augenarzt gehen, denn das ist immer noch der Verteidigungsmodus. Alistair aktiviert hier das Siegel von Orichalcus. Ist ja schön und gut. Aber wo ist dann plötzlich die Arena hin, auf der sie sich gerade noch duelliert haben? Bei dem Flugzeug später kann ich das ja noch teils verstehen für die Spannung und so. Aber die hatten schon eine Arena. Es sieht auch echt dumm aus, wie das Siegel von Orichalcus bei allen Leuten immer über den Haaren animiert wurde. Die Mühe, das richtig zu machen, wollte man sich dann wohl doch nicht geben. Gorlak ist keine echte Karte. Die gesamte Story von Alistair ist so unfassbar dumm. Er will Rache an Kaiba nehmen, weil Gosaburo in der Vergangenheit mit dafür verantwortlich war, dass sein Dorf zerstört wurde und dadurch auch sein Bruder gestorben ist. Später stellt sich raus, dass es da zwar, aber erstmal egal. Aber was hat denn jetzt Seto Kaiba damit zu tun? Er hat die Kaiba Corporation längst in eine Spielefirma verwandelt und sie stellen keine Waffen mehr her. Damals war Kaiba selbst noch ein Kind. Was soll er denn noch tun? Er ist ja nicht mal wirklich mit Gosaburo verwandt. Er ist sogar der Grund, weshalb Gosaburo tot ist. Egal, ob wir uns jetzt nach dem Manga richten oder nach dem Filler-Anime-Arc. Alistair müsste Kaiba eigentlich mega feiern. Wo ist Mama? Sie ist weg. Ja, ich weiß. Aber wo ist sie hin? Sie wurde gefangen genommen. Mikey? Wo bist du, Kleiner? Sie haben ihn. Sie haben meinen Bruder. Ja, genau. Gefangen genommen. So wie Itachi das gesamte Dorf von Sasuke entführt hat, was? Vor allem ist der ganze Rückblick eh gecuttet wie sonst was und man sieht da auch richtig, wie Alistairs Bruder gekillt wird. Der Drache von Kaiba hat nur 600 Verteidigung. Alistair hat zwei Monster, die viel mehr Angriff haben. Die Macher lassen ihn aber erst mit dem stärkeren Monster angreifen, damit Kaiba den zweiten Angriff gerade so noch überleben kann. Das war ja genauso offensichtlich schlecht wie Joeys Zug gegen Kaiba um Platz 3 im Battle City Turnier. Aber hey, genau wie damals auch, muss man sich bei Filler-Duellen wohl noch weniger Mühe mit der Logik geben. Auch Atonix Flamme ist keine echte Karte. Genauso wenig wie Feuerpeitsche. Kaiba, du wurdest auserwählt, um den mächtigen Kritius zu befreien. Das Monster heißt Kritias, nicht Kritius. Außerdem wurden alle Drachen nach dem Körperteil benannt, wo sie mit dem Schwert einst erstochen wurden. Deswegen auch Klaue des Hermos und Auge des Timaeus. Aber Kritias wird im Deutschen Kralle des Kritias genannt und im Original quasi Reißzahn des Kritias, weil dort das Schwert drin steckt. Ansteckender Wahnsinn ist keine echte Karte. Woraus bestehen diese Karten, dass Mai die Biker mit einem Wurf von denen vom Motorrad werfen kann? Die sind aus Pappe. Außerdem sagt Raphael, der Pharao und seine Freunde gehören uns. Also gehören diese Biker zu denen? Also, wieso hilft Mai den anderen dann? Sie gehört ja jetzt auch zur Orichalcus Gang. Und noch viel wichtiger, warum sind da überhaupt diese Biker? Da zwischt starke Seelen für den Leviathan und dafür müssen Raphael und Co. die anderen im Duell besiegen. Die mit den Bikern anzugreifen, bringt ihr absolut gar nichts. Wenn Mai mit ihrem Motorrad über den Vorsprung springt, wieso fällt ihr Motorrad dann gerade nach unten anstatt nach vorne? So funktioniert Schwerkraft nicht. Genau so war's, Leute. Begrüßt den guten Pegasus. Eine Frage. Hast du ihm das angetan? Ja, das hat sie gerade in einem Flashback erzählt. Wie blöd kann man sein?
sein? Mai ruft ja eine weitere Harpie, aber sie spielt sie in ihrer Zauber- und Fallenkartenzone. Und mit dem Siegel kann man im Anime auch diese Zone als Monsterzone nutzen, ja, aber dadurch wird es in Vorder- und Hinterreihe unterteilt. Aber die neue Harpie ist in der Vorderreihe, obwohl sie in der Hinterreihe sein müsste. Ja, das Ganze ist genauso dämlich wie kompliziert. Später sieht man die Harpie sogar normal auf der Duel-Disc liegen. Moment mal. Yugi! Wie zum Fick weiß Duke, dass Yugi hier war, nur weil er eine Karte gesehen hat. Jeder in dieser Welt spielt dieses Spiel. Rex und Weevil, die mit ihm fahren, haben eine Duel Disc mit Karten dabei. Wortwörtlich jeder Mensch hätte hier gewesen sein können. Dieser Drache scheint genauso mächtig zu sein wie die ägyptischen Götterkarten. In unserer Datenbank ist jede Karte aufgelistet, die es gibt. Bis auf diese. Naja. Und ganz offensichtlich das Siegel von Orichalkos. Das kannte Kaiba nämlich auch nicht. Auch dreifacher Albtraumspiegel ist keine echte Karte. Und auch Harpien Spatzenformation nicht. Mein Gott, sind die Harpien auch schlecht gefotoshoppt in diesen Szenen. Im Original sehen die so aus, aber das wollte man bei uns retuschieren, weil das zu freizügig ist. Kann ich sogar teils nachvollziehen. Ist ja auch an Kinder gerichtet, also alles gut. Aber sieht trotzdem echt fake und kacke aus. Kompensationsvermittlung ist auch keine echte Karte. Mai bringt ihre Harpien in die Hinterreihe, also müssten da jetzt drei Karten liegen. Aber als Mai zwei weitere Karten verdeckt legt, sind insgesamt nur vier Karten in der Zauber- und Fallenkartenzone, obwohl es fünf sein müssten. Mai aktiviert hier Fallenfalle, um die Fallenkarte von Joey zu annullieren, die Joey in ihrer Drawphase aktiviert hat, damit sie die Karte, die sie gerade gezogen hat, abwerfen muss. Aber Fallenfalle kann man nur in der Battlephase aktivieren. Dann aktiviert auch Mai Harpien Federsturm, um den Effekt von Joeys Gewebekrug zu annullieren und darf danach angeblich nicht angreifen. Aber das ist falsch. Die hat ja eigentlich gewonnen. Willst du Hermos nicht willkommen heißen? Die Karte gehört ihm aber nicht. Ja, Thea, jetzt schon, wie es aussieht. Gut, dass es Thea als Einzige auffällt, dass es eigentlich maximal illegal sein sollte, dass Yugi, Kaiba und Joey einfach mitten im Duell neue Karten ins Deck bekommen. Ich würde dann auch ganz gerne im nächsten Turnier mitten im Zug meines Gegners eine Karte aus meinem Side-Deck reintun, weil ich merke, dass die echt gut gegen den ist. Im Anime machen die das ja auch. Ohne Witz, ich erinnere mich noch genau daran, wie wir uns früher auf dem Schulhof als Kinder genauso viel Scheiße aus dem Arsch gezogen haben, wie die Leute in dem Anime, einfach weil wir es da gesehen haben. Das waren wirklich die guten Zeiten. Und ach du Kacke, wie bescheuert sieht denn Rex aus? Generell ist diese Folge echt mies animiert. Die letzte Folge war richtig smooth, aber seht euch die Haare von Yugi an. Ich glaube, die Charaktere waren noch nie so off-model. Ich habe das Auge des Timaeus erhalten und Joey ist der Auserwählte, um die Kralle des Hermos zu bekommen. Das ist die Klaue des Hermos. Kaiba hat die Kralle des Kritias. Mit dem magischen Zeithammer kann man eigentlich nur ein Monster für ein paar Züge verbannen, bevor es zurückkommt. Und nicht einfach alle Monster des Gegners. Hat zufällig jemand einen Plan B? Wir können in meiner Hütte ein bisschen abhängen und eine Runde Dungeon Dice Monster spielen. Duke, halt die Klappe! Nicht mal in Fillern möchte irgendjemand eine Duel Monsters Kopie spielen. Die Karte, die Thea hält, ist buchstäblich eine PNG, die drauf gefotoshoppt wurde. Ich dachte erst, es wäre die Schuld von 4Kids. Aber nein, im Original sieht das genauso dumm aus. Die Haare des Pharao wehen im Wind, aber als sie anfängt mit Yugi zu reden, hören sie einfach auf. Zum einen passiert das absolut plötzlich, was richtig dumm aussieht, und am Ende sitzen die ja immer noch im Auto. Also, der Wind verschwindet ja nicht einfach. Wenn der Typ uns nicht mehr im Weg steht, ist der Rest ein Kinderspiel. Dann kriegen wir einen nach dem anderen. Woher weißt du, ob der Pharao sich duellieren wird? Wir reden hier vom Pharao. Klauen im Drittklässler den Pudding und er zuckt innerhalb von 3 Sekunden seine Göttermonster, um die Macht der Freundschaft zu zeigen. Ich glaube, um das Duell muss man sich echt keine Sorgen machen. Hab keine Angst, Rebecca. Sie werden deinen Großvater bald finden und wieder zurückbringen. Wer ist sie? Niemand sucht nach dem Professor. Die Truppe selbst überlegt sich ja gerade, was sie tun könnten, um ihn zu befreien. Da gibt es niemand anderen. Dieses Fahrrad war in dem Gebäude, was die Leute von Raphael in die Luft gejagt haben. Wie zur Hölle können Weevil und Rex das noch zum Fahrrad nutzen. Wir sehen, dass Raphael seine Dual Disc über seinem Mantel anhat. Wie zieht er dann seinen Mantel aus, ohne seine Dual Disc auszuziehen? Man sieht, dass Yugi tatsächlich gar nicht sein Deck in seiner Dual Disc hat. Aber als er diese ausfährt, ist es plötzlich drin, ohne dass er es da reingelegt hat. Backup Gardner ist keine echte Karte. Raphael nutzt seine Schwerkraft-Axt, um seinen Wächter Gral Spezial zu beschwören und ihn mit der Karte auszurüsten. Aber eigentlich ist das eine normale Ausrüstungszauberkarte, die er an sein anderes Monster hätte anlegen müssen. Und wenn die Karte dann so auf dem Feld liegt, kann man Gral beschwören. Aber dann kann man ihn nicht mehr mit der Axt ausrüsten. Das Schiff geht hier gerade unter und Raphaels Geschwister fallen nach unten. Wie fängt er an, in die andere Richtung zu fallen? Auch so funktioniert Schwerkraft nicht. Meine Familie schafft es in ein Rettungsboot, aber ich wurde meinem Schicksal überlassen. Die Aussage macht einfach null Sinn. Man sieht später sogar die Geister von denen, als sie Raphael vom Siegel von Orichalkos retten. Die sind halt einfach tot. Als nächstes aktiviere ich meine Pump-Up-Zauberkarte. Ihre Power wird die Angriffspunkte meines Kuri-Babylons bei meinem nächsten Zug mal kurz verdoppeln.
Die Karte wird zwar nicht gezeigt, aber die ist auch nicht echt. Sie war aber vermutlich die Vorlage dafür, Kuri Babylon im echten TCG den Effekt zu geben, dass er 300 Angriffs- und Verteidigungspunkte für jedes Kuribo-Monster auf dem Feld oder im Friedhof bekommt. Weil mit den 5 Kuribo-Brüderkarten im Friedhof wären das genau 1500 Angriffspunkte. Retter aus dem Grab ist auch keine echte Karte. Genauso wie Reinheit des Friedhofs. Also wenn die Brücke am einen Ende kaputt geht, bleibt sie nicht einfach in der Luft, bis der Schaden vom Auto auf der anderen Seite angekommen ist. Das würde einfach komplett runterfallen. Vor allem, wenn sowas Schweres drauf ist. Die Macher dieser Staffel müssen Isaac Newton wirklich hassen. Yugi spielt das schwarze Magier-Mädchen im Verteidigungsmodus, aber angezeigt wird es im Angriffsmodus. Die große Bestie wird wiederkehren. Das ist nicht die Stimme, die das schwarze Magier-Mädchen vorher hatte. Die große Bestie wird wiederkehren. Eigentribut ist keine echte Karte. Kristallsiegel ist nebenbei auch nicht echt. Ich habe nur eine Karte auf der Hand, die meinen Drachen befreien kann. Vielleicht. Und wenn du die Karte nicht spielst, verlierst du vielleicht das Duell. Na und? Drauf geschissen! Hier geht's um nichts und wenn das Siegel nicht gespielt wird, passiert auch niemandem was. Ist ja so, als würde ich meinem Kollegen die Nase brechen, damit er mich nicht in Mario Kart schlägt. Okay, so unwahrscheinlich ist es dann vielleicht doch nicht. Auch Handkontrolle ist keine echte Karte. Ich vereine meine Kuribos ein zweites Mal und erhalte Kuri Babylon! Das ist eigentlich das dritte Mal, dass die Kuribos sich vereinen. Hilfe für die Verdammten ist keine echte Karte. Ich aktiviere jetzt Monsterreanimation. Das ist nicht Monsterreanimation. Es ähnelt dem japanischen Design, ist aber eine andere Karte. Sie wird im Japanischen Monsterreinkarnation genannt. Das ist die Karte, die besonders häufig in GX genutzt wird. Aber hier hat sie quasi ihren ersten Auftritt und war Anime-exklusiv. Hier kann man ein Monster vom Friedhof ins Deck mischen und in GX kann man ein Monster vom Friedhof auf die Hand nehmen. Opferlimit ist auch keine echte Karte. Genauso wie Albtraumbindung. Du hast selber entschieden, das Siegel von Orikalkos zu spielen, obwohl du wusstest, dass es dich Timaeus kosten würde. Nein, das hat er nicht gewusst. Deswegen war er überrascht, als Timaeus plötzlich weg war. Hier wird auch nebenbei wieder darüber geredet, wie schlimm es ist, seine Monster zu opfern, wie Rebecca damals. Aber das ist das Sinnvollste, was Yugi tun konnte, um zu gewinnen. Im Königreich der Duellanten war das auch jedem egal. Mega dumm, dass man daraus so eine große Sache macht. Yugi hat sogar in diesem Arc seine Magnetkrieger geopfert, um Obelisk zu besiegen. Das war das Beste, was er tun konnte und da hat es auch niemanden gestört. Es macht keinen Sinn, dass das jetzt auf einmal so eine große Sache ist, weil Yugi seine Monster vielleicht einfach vorher mit Liebe abgeschlachtet hat, keine Ahnung, aber jetzt angeblich nicht mehr. Und Wächterin Hiatus kann für bis zu 3 Monster im Friedhof des Gegners jeweils 500 Angriffspunkte erhalten und bekommt nicht alle ihre Angriffspunkte dazu. Und um den Effekt zu aktivieren, müsste Raphael das Schwert, mit dem er Hiatus ausgerüstet hat, auf den Friedhof legen. Tut er aber nicht. Als Yugi vom Siegel absorbiert wird, sieht man, dass links neben ihm Pegasus ist und rechts neben ihm Thea. Die verliert ihre Seele aber nie. Entweder das oder die Person sieht einfach nur zufällig genauso aus wie Thea. Wieder ein grandioser Schnitt, wo Joey den Pharao am Kragen greift und er danach plötzlich auf dem Boden liegt, damit ja niemand sieht, wie Joey ihm die Fresse poliert. Und Mann, müssen die Animateure Bock auf diese Szene gehabt haben. Die ist besser animiert als das gesamte Duell von Joey und Mai. Oh mein Gott! Kaiba ist so wütend über Yugis Niederlage, dass er sogar das Joey-Face macht. Nicht mal er kann dessen Macht entkommen. Gleich werden wir dieses Duell beenden können, denn ich opfere nun mein völlig nutzloses schwarzes Magier-Mädchen. Das hat Yugi nicht gesagt. Und damit das auch klappt, entscheide ich mich für mein eigenes schwarzes Magier-Mädchen. Ja, er hat sie geopfert, aber er hat sie nicht als nutzlos bezeichnet. Einfach mal so ein allgemeiner Gedanke. Weevil und Rex fordern jetzt Yugi und Joey zum Duell heraus. Ist normal. Aber irgendwie wird mir hier gerade klar, dass die fast nie ihre Decks mischen. Im Battle City Turnier haben wir gesehen, dass sie das Formduell machen müssen. Aber die laufen ja immer mit der Duel-Disc am Arm rum und da ist auch immer das Deck drin. Oder Yugi hat es halt in seiner Tasche und packt es dann direkt in die Duel-Disc. Heißt das, dass ihre Decks immer gesteckt sind? Das würde erklären, warum immer jeder die perfekte Karte zieht, wenn er sie gerade braucht. Hey, Joey wieder spontan beim Friseur gewesen. Mochte wohl seinen Look aus den Fillern aus Staffel 1. Pheromon-Wespe ist keine echte Karte. Genauso wie Mimesis. Und auch Parasitenraupe nicht. Du hattest einfach nur Glück, dass du am Anfang ein gutes Blatt hattest. Doch Glück allein reicht nicht, um ein Duell zu gewinnen. Sagt gerade Joey. Bro, dein ganzes Deck ist ein Glücksspieldeck. Wäre Joey Influencer, würde der Casino-Streams machen. Die Macher wussten genau, was sie hier gemacht haben. Joey hat ja auch wieder die Crush-Karte von Kaiba auf der Hand. Entweder klaut Joey Kaiba immer seine Karten oder die sind insgeheim Best Bros und Kaiba leitet ihm einfach immer. Nur ist ihm das zu peinlich, das zuzugeben. Ach, und auf Joeys Duel-Disc werden keine Lebenspunkte angezeigt. Das bedeutet, meine kleine Wespe erlaubt mir nun, jedes Insektenmonster aus meinem Deck direkt aufs Feld zu rufen. Dann ruf was Besseres als ein Monster mit 300 Angriffspunkten. Warum nicht direkt die Insektenkönigin oder so? Die ruft Weevil sogar echt später im Duell. Liegt natürlich daran, dass im Original gesagt wird, dass das Level des Monsters 4 oder weniger sein muss. Diese Information ändert halt extrem viel. Wäre schon wichtig gewesen. Zellteilung ist auch keine echte Karte.
Und auch Juraherz nicht. Ich glaube, Rex und Weevil haben echt zusätzlich zum Orichalcus noch den Zugriff zu Darts Drucker bekommen, so viele Fake-Karten wie die von denen für ihr Deck bekommen haben. Obwohl Joey da nicht besser ist, denn auch Sternenphaser ist keine echte Karte. Kaum zu glauben, dass sich diese beiden Versager noch am helllichten Tag in die Öffentlichkeit trauen. Entweder hat Rex insgeheim die Fähigkeit von Shigaraki Tomura oder dieser Burger war noch pumpiger als von McDonalds. Ach, und natürlich ist Auslese auch keine echte Karte. Und auch der gepanzerte Tausendfüßler nicht. Genauso wie Kette der Unterwelt. Ich habe das Gefühl, dass der Counter in dieser Staffel noch mehr explodiert als im Noah-Arc. Denn auch Verherrlichung der Schöpfung ist nicht echt. Und tatsächlich ist auch der Giftschmetterling keine echte Karte. Ich sag euch, wenn der mal ins TCG kommt und Konami nicht gleichzeitig die Fusion mit Timaeus rausbringt, hat es das Franchise einfach zweimal richtig gekockblockt. Man sieht, dass Joey Topf der Gier in der Hand hat, aber eigentlich zieht er die Karte erst in seinem nächsten Zug. Der Pharao legt ihr das Auge des Timaeus in seine Zauber- und Fallenkartezone. An sich weiß ich nicht mehr, ob das so falsch ist, weil die Drachen im echten TCG einfach Zauberkarten und sie im Anime so ein Hybrid aus Monster und Zauberkarten sind. Aber abgesehen von dieser Szene macht das nie wieder jemand, also gehe ich davon aus, dass es einfach nur falsch animiert wurde und sage, das war ein Fehler. Schwarzes Rotaugen-Drachenschwert. Und wer könnte damit besser umgehen als mein Schwertmeister? Außerdem bekommt er zusätzlich 500 Angriffspunkte für jedes Drachenmonster auf dem Feld. Eigentlich bekommt man mit dem rotäugigen Drachenschwert 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte für alle Drachen auf dem Feld und in den Friedhöfen. Mein Gott, sieht das dumm aus, wie 4Kids hier Rex' Augen mit Photoshop geschlossen hat. Infizierung ist keine echte Karte. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Szene, in der Pharao Weevil besiegt, unglaublich geil ist. Vor allem, weil man die so gut mimen kann. Ich meine, wer lacht nicht hierbei? No, Yamate! Yugi! Hanase! Gott, ich liebe Yu-Gi-Oh! Abridged. Aber so cool die Szene auch ist, können wir mal darüber reden, wie beschissen die nächsten Züge von Yugi gewesen wären? Der hätte ja nur irgendwelche Monster gezogen, die ihm nichts gebracht hätten. Alles in Ordnung bei dir? Ja, so halbwegs. Ey, es ist so dumm, dass die diese Voicelines hier eingefügt haben. Die haben das halt nur gemacht, damit ja niemand denkt, die wären tot oder so. Aber das wirkt zum einen richtig billig und zum anderen macht es keinen Sinn, da sie bewusstlos sind und bei Eisenherz aufwachen. Sie sagten ja, dass es ihnen gut geht. Also waren sie ja nicht ohnmächtig. Ist da echt keinen die Logiklücke aufgefallen? Habt ihr noch einen anderen Jungen gefunden? Er trägt eine Brille und hat eine ganz furchtbare Frisur. Er war nämlich auch in dem Zug, als er entgleist ist. Nein, ihr wart leider die Einzigen, die wir da unten gefunden haben. Auch der Spruch ist mega dumm. Im Original sagt Eisenherz, dass er Weevil gefunden hat, aber ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Deswegen wachen er und Rex auch in einem auf, weil er in das gleiche Krankenhaus wie Rex und Alistair gebracht wurden. Ich meine, so glaubt man doch einfach nur, dass Weevil vielleicht wirklich tot ist. Genau das, was 4Kids versucht hat in der letzten Folge zu vertuschen. Kann mir irgendwer deren Logik erklären? Ich check ja gar nichts mehr. Die Dual Disc vom Pharao ist die ganze Zeit eingeklappt. An der Klippe ist sie aber ausgeklappt, aber als er unten ankommt, ist sie wieder eingeklappt. Hat er auf dem Weg dorthin ein paar Matea geklatscht, um Selbstvertrauen zu tanken oder sowas? Der Pharao ist hier in so einem Tal, wo die verlorenen Seelen umherirren und er versucht, die von Yugi zu finden. Warum sind denn die Paradox-Brüder da? Die leben doch noch. Die sind jetzt auch nicht im Manga gestorben oder sowas. Kommen ja sogar noch mal in GX vor. Yugi hatte gerade noch 6 Karten in der einen Hand. Aber als er Siegel von Orichalcus spielt, sind es auf einmal nur noch 4. Und sowohl bei Yugi wie auch beim Pharao fehlen teils die Lebenspunkte auf der Duel Disc. Also schön, königliche Ritterin, ich werde dich nun opfern. Nicht Yugi, nein! Im Ernst? Warum tun die auf einmal so, als wäre es so schlimm, den Effekt der Schleuderschildkröte zu nutzen? Das hat noch nie jemanden gejuckt und wird es auch nie wieder. Das wirkt einfach so hart aufgezwungen. Und göttlicher Wind ist keine echte Karte. Ey, diese Szene, in der Yugis Seele vom Orichalcus gestohlen wird, zeigen die, seitdem das passiert ist, in fast jeder Folge. Das ist erst 6 Folgen her. Ich muss das nicht jedes Mal aufs Neue sehen. Ich habe verstanden, dass der Pharao anscheinend ein schlechter Mensch ist, weil er einfach seine Monstereffekte benutzt hat, wie sonst auch immer, aber dass irgendwie jetzt ein richtiges Tabu ist und er so schlecht gespielt hat, dass er ausgerechnet gegen ein fucking Guardians-Deck verloren hat. Nebenbei ist Orichalcus Gigas keine echte Karte. Der Pharao spielt auch gegen Gigas, seinen Elfenschwertkämpfer, weil dieser den Effekt hat, nicht von Monstern mit 1900 Angriffspunkten oder mehr zerstört werden zu können. Das macht er, um seine Lebenspunkte zu schützen. Aber er spielt ihn im Angriffsmodus. Also verliert er ja trotzdem Lebenspunkte. Kleiner Tipp,
Nutz vielleicht den Verteidigungsmodus? Dann bekommst du nämlich wirklich keinen Schaden. Kein Wunder, dass der Typ gegen Guardians verloren hat. Hä? Wieso haben diese Orichalkos-Krieger schon in der Vergangenheit so Dual-Disc-Klingen? Im alten Ägypten haben die Charaktere so ihre Monster beschworen. Aber hier sind das einfach nur Klingen, mit denen die Leute angreifen. Dass er das in der Gegenwart bekommen hat, macht ja Sinn, weil er sich dadurch mit dem Pharao duellieren kann. Aber garantiert nicht vor 10.000 Jahren. Pharao, nimm diese Karte hier bitte. Welche ist es? Welche Karte soll das schon sein? Vielleicht die Karte, die du zuvor Eisenherz gegeben hast, bis du wieder würdig bist, sie zu benutzen? Nee, war safe eine Soizu-Karte fürs Meme. Dafür lohnt es sich auch zu sterben. Leomon ist der Beweis. Und Excalibur ist auch keine echte Karte. Raphael war gerade noch in dem Tal mit den Geistern, wo sich der Pharao mit dem Orichalkos-Krieger duelliert hat. Jetzt ist er aber auf einmal im Hauptquartier von Darts. Wir haben gesehen, dass sie sich ganz normal mit den Motorrädern, Hubschraubern oder ähnlichem fortbewegen. Wie zur Hölle ist er in der Zeit dahin gekommen, wo Thea und Yugi zurück zu den Schienen gelaufen sind, wo der Zug entgleist ist? Und noch viel wichtiger, wieso ist er überhaupt zurückgegangen? Die wollen doch die Seele des Pharaos. Da ist er. Tritt ihm in den Arsch. Wo hat Duke auf einmal die Dual-Disc her? Der hat nie eine dabei, außer damals im Noah-Arc, wo alles nur eine Simulation war. Diese ganzen Panzerkarten von Wellen sind immer auch nicht echt. Wirklich jede Karte, die damit zusammenhängt, gibt es nicht, auch wenn ich es echt cool finden würde, wenn die mal ins TCG eingebaut werden. Aber deswegen sage ich das hier einmal quasi für sein gesamtes Deck. Ich habe gerade echt keinen Plan, wie viele Karten das sind. Sagen wir 15? Ist ein bisschen weniger als ein halbes Deck, was wahrscheinlich trotzdem zu wenig wäre, aber ist nicht so, als ob die Staffel mir nicht genug Futter geben würde. Dann opfere ich Schimmerdrache, um den originalen Schimmerdrachen zu rufen. Also, das ist ja eigentlich Schimmerdrache Nummer 2. Wie soll das das Original sein? Und als hätte ich es gerade nicht schon angeteasert, auch Wiederbelebung des Schwerts ist keine echte Karte. Jetzt macht euch frisch! Wie hat Valen hier 5 seiner Panzerkarten gerufen? Und ja, in diesem Fall zählen beide Beine zusammen als ein Monster. Der hat einfach nur eine Karte gezogen? Selbst im Japanischen sagen die einfach nur, dass ich der Helm von Valen vom Friedhof beschwören kann. Also, wo kommen denn auf einmal die anderen her? Aber so leicht ist das nicht, Kaiba. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich dich das letzte Mal geschlagen. Nee, das war ein Unentschieden. Sonst würde ja auch Kaiba nicht mehr vor ihm stehen, sondern wäre beim Leviathan. Casey von Creighton und der Panzerkorps sind beides keine echten Karten. Genauso wie Schrotthändler. Und bin ich der Einzige, der finde, dass es aussieht wie ein möglicher Mechanapper? Und Soldatenaufstand ist auch nicht echt. Und hey, wer hätte es gedacht? Auch Himmlische Vereinigung ist keine echte Karte. Ich dachte nur, Valens Deck besteht gänzlich aus Fake-Karten, aber Alistair könnte man auch fast schon dazu zählen. Und ich bin tatsächlich selbst total geschockt, aber ich hätte schwören können, dass Himmelsfestung Ziggurat eine echte Karte ist. Bin mir ziemlich sicher, dass mir mein Cousin aus Japan mal eine Version davon gegeben hat. Ich habe keinen Plan, ob ich die noch habe, und selbst wenn, finden werde ich die eh nicht mehr. Aber nach meiner Recherche gibt es die Karte gar nicht. Also habe ich entweder eine gefälschte Karte aus Japan besessen, oder das ist der krasseste Fall des Mandela-Effekts in meinem Leben, weil ich bis zu diesem Moment echt daran geglaubt habe, dass es die Karte gibt. Und auch magischer Trickspiegel ist keine echte Karte. Ich aktiviere Seelentausch. Jetzt kann sich jeder von uns ein Monster auf der gegnerischen Seite zum Opfern aussuchen. Nein. Mit Seelentausch kann nur der, der die Karte aktiviert, ein Monster des Gegners opfern. Spielzeugroboterbox ist keine echte Karte. Kaiba zerstört auch mit seinem weißen Drachen Alistairs Ziggurat. Aber vorher hat Alistair noch gesagt: Unsere Monster haben die gleiche Angriffsstärke, aber meins kann nicht zerstört werden. Kann es ja offensichtlich doch. Was sollte der Spruch dann? Man sieht, dass sich Yugis Lippen bewegen, aber er sagt einfach nichts. Echt super, Rebecca. Das ist die Stimme von Tristan, aber der ist mit Thea unterwegs und die werden gerade von Orichalkos-Kriegern angegriffen. Joey hatte seine Dual-Disc ausgeklappt, also müsste der längliche Teil quasi seitlich von seinem Arm sein. So spielen die ja auch immer. Aber als er damit auf Valen zeigt, sieht man, dass dieser Teil quasi an seinem Handknöchel ist. So sieht das teilweise kurz aus, wenn die es ausklappen, aber dann geht es immer an die Seite. Hier ist es aber mehrere Sekunden einfach an seinem Knöchel und als Joey den Arm zurückzieht, ist die Dual-Disc auf einmal richtig. Man hat bei uns wirklich einen riesen Teil von Valens Vergangenheit rausgeschnitten. Der wurde eigentlich in einem Waisenhaus aufgezogen und hat die Typen verprügelt, die es niedergebrannt haben. Nur so ist er in der Haftanstalt gelandet und hat so Darts getroffen. Alter, Staffel 4 und Joey hat immer noch Ultimator in seinem Deck. Ich check echt nicht, wie der Typ Duelle gewinnen kann. Lebenspunkte des Gegners 2100. Nein, das sind die Lebenspunkte von Valen. Joey hat 2500 Lebenspunkte. Lance der General ist keine echte Karte. Mit der Hermos-Raketenkanone zerstört Joey jedes Panzermonster von Valen. Aber eigentlich kann man mit der Karte nur zweimal angreifen und nur macht durchschlagenden Kampfschaden. Ja, die Karte ist im Anime so viel besser. Aura Panzerung ist auch nicht echt. Und wo hat Joey eigentlich random diese Panzerkarte her? Die hatte sich ja mal komplett aus dem Arsch gezogen. Auch Schicksalswurf ist keine echte Karte.
Gott verdammt. Ich bleibe dabei, dass Joey so viele dumme Sachen in seinen Duellen macht. Aber ich liebe so viele seiner Karten. Herdes Rot ist ja mal so ein geiles Monster. Und die Tatsache, dass Joey selbst das Monster wird, ist einfach so genial. Gibt mir richtige Power Ranger oder Digimon Frontier Vibes. Ich feier das. Herdes Rot kann automatisch jedes andere Monster auf dem Feld vernichten, wenn zwei Zauberkarten in einem Zug gespielt werden. Eigentlich kann Herdes Rot einmal pro Spielzug ein Monster und eine Zauber- oder Fallenkarte zerstören, wenn eine Karte oder Effekt aktiviert wird. Musste dieser billige Sound echt sein, 4Kids? Auch Auslöschende Faust ist keine echte Karte. Ja, Wellen spielt die, aber das ist ja nicht wirklich eine Panzerkarte, also kann ich die auch erwähnen. Phoenix Gravitation ist auch nicht echt. Genauso wie Einmalige Chance. Und da diese Karte eine Fusion aus Hermus und eine dieser Panzerkarten ist, ist auch Big Bang Drachenschlag nicht echt. Und Joey's Dual Disc zeigt wieder keine Lebenspunkte. Warum bist du sonst so dumm, mich zu einem Duell herauszufordern, hä? Unsere letzte Begegnung hätte dir eine Lehre sein müssen. Meinst du die, bei der du auf Knien gezittert hast, weil du kurz vom Verlieren warst und Wellen dich retten musste, damit du nicht die Seele verlierst? Ich glaube, die Lektion, die Joey da gelernt hat, ist, dass er dich echt leicht klatschen kann. Luftnadel ist keine echte Karte. Schön, sobald blauer Flammenschwertkämpfer zerstört wird, aktiviert sich seine besondere Fähigkeit. Jetzt wird der originale Flammenschwertkämpfer automatisch gerufen, um ihn zu ersetzen. Um den normalen Flammenschwertkämpfer mit dem Effekt zu rufen, müssten beide Karten im Friedhof sein. Aber bisher hat Joey nur seinen blauen Flammenschwertkämpfer gespielt und keine andere Karte. Also kann der normale Flammenschwertkämpfer gar nicht im Friedhof sein. Als ich mich das letzte Mal duelliert habe, ließ ich sie gewinnen. Aber Joey war kurz davor, selbst zu gewinnen. Er konnte nur wegen Wellen nicht angreifen. Er wollte nur am Anfang nicht gegen Mai spielen, aber als er Mut gefasst hatte sie, wie gesagt, recht einfach besiegt. Joey zerstört eine von Mais zwei Harpien, also hat sie nur noch eine. Auf ihrer Dual Disc werden aber weiterhin zwei angezeigt. Der Pharao und die anderen haben durch die riesige Lichtsäule schon vorher erfahren, wo Joey ist, da das aus dem Duell mit Wellen kam. Jetzt ist aber schon ein anderes Duell mit Mai gestartet und sie spielt das Siegel von Orichalcos. Es sieht aber so aus, als hätten sie sich seitdem kein Stück bewegt. Man will sich aber auch nicht hetzen, ne? Geht ja nur um die Seele einer ihrer besten Freunde. Da kann man auch mal chillen, sag ich. Letzte Folge hatten Mais Harpie noch eine schwarze Rüstung, aber jetzt ist sie einfach golden. Und kurz darauf sind die Rüstungen auch einfach wieder schwarz. Ich decke meine Zauberkarte auf, die den Namen Stammesschwur trägt. Das ist aber eine Fallenkarte und keine Zauberkarte. Und es ist nicht so, als ob die Karte im Japanischen eine Zauberkarte war. Außerdem ist Stammesschwur keine echte Karte. Nun werden die Angriffspunkte deines Schwertkämpfers von deinen Lebenspunkten abgezogen. Ich habe dir nichts von der besonderen Fähigkeit meines Flammenschwertkämpfers erzählt. Sie erlaubt mir, seine Angriffspunkte automatisch auf ein anderes Monster meiner Wahl auf dem Feld zu übertragen. Und du hast dich entschieden, sie meiner Harpie zu geben? Mit dem blauen Flammenschwertkämpfer kann man eigentlich nur 600 Angriffspunkte auf einmal auf ein eigenes Monster übertragen. Und das muss auch Typ Krieger sein. Die Harpie ist kein Kriegermonster. Joey halbiert die Angriffspunkte von Mais Harpie, also hat sie 2050 und sein Flammenschwertkämpfer hat 1800 Angriffspunkte. Also verliert Joey 250 Lebenspunkte. Das tut er auch bei uns. Im Japanischen verliert er aber einfach 300 Lebenspunkte. Das heißt, bei uns wurde das sogar richtig abgeändert. Also Mai hat ihre Seele im Duell gegen Raphael verloren. Aber als der Pharao vorm Aufzug steht und er aufgeht, steht sie vor ihm und fällt in seine Arme. Wie hat Raphael das angestellt? Ohne Seele sind die Leute ja quasi wie Leichen. Oder wollen die mir jetzt sagen, dass er, nachdem er Mai besiegt hat, ihren Körper in den Aufzug gebracht hat und diese mit einem Seil an der Tür befestigt hat, sodass sie umfällt, sobald diese Tür aufgeht? Mit dieser Handarbeit gehört er eher in eine Folge von Detective Conan anstatt Yu-Gi-Oh! Das erklärt, warum er als Kind die Stimme von Conan hat und als Erwachsener die von Kokoro. Wahnsinn! Eine Wächterin Iatos-Karte! Die ist absolut stark, danke! Ich habe versprochen, Meister Darts zu helfen, den Planeten zu beschützen und vor dem Zerfall durch Leute wie dich zu bewahren. Und für die Dramatik hat er noch fix eine Nebelmaschine im Aufzug angebracht. Chillig. Ich gehe zudem davon aus, dass nicht Raphael das Siegel von Orichalcos im Duell gegen Mai gespielt hat. Immerhin hat sie auch gesagt, dass sie jetzt selber das Siegel nutzen möchte, um Darts zu besiegen und seine Seele einzufangen. Also macht es Sinn, dass sie das gegen Raphael nutzt. Deswegen ist es aber auch ein so großes Ding, wenn Raphael die Karte selbst gegen den Pharao nutzt. Wie gesagt, heißt das für mich, dass dann eigentlich Mai diese Karte aktiviert haben muss. Aber als sie verliert, hat sie nicht das Symbol des Siegels auf ihrer Stirn wie normalerweise. Wo sind die denn plötzlich hergekommen? Sie wurden geschickt von der Oberratte Darts. Aha. Und seit wann kann das Siegel von Orichalcos Ratten kontrollieren? Bisschen willkürlich diese Fähigkeit, oder nicht? Wächterstreit macht, ist keine echte Karte. Oh Junge, die letzte Fake-Karte war ja auch fast schon 2 Minuten her, ne? Wurde auch langsam wieder Zeit, würde ich sagen. Wächterschild ist auch nicht echt. Dann ist das hier Yugis Chance, sich seinen guten Ruf und seinen Meistertitel zurückzuerobern. Damit ich ihn mir holen kann. Ist es nicht egal, wer den Titel hat für Kaiba? Ich meine, wenn Raphael gewinnt, dann muss Kaiba halt ihn besiegen. Auch Wächterformation ist nicht echt. Aber zuerst spiele ich diese Karte hier. Himmelsschwert Eatos. Als nächstes ziehe ich zwei neue Karten. Moment.
Raphael darf durch seine Zauberkarte jede Runde 2 Karten ziehen. Aber er spielt sein Schwert, bevor er zieht. Das heißt, er war gar nicht dran und spielt die Karte in Yugis Zug. Erstmal war das mega unnötig, weil er auch einfach hätte warten können, bis er gezogen hat. Und zum anderen darf er die Karte nicht einfach in Yugis Zug spielen. Außerdem weiß er dann noch gar nicht, ob er Eiatos wirklich zieht. Ich meine, das hier ist der Yu-Gi-Oh! Anime und wie bereits vorher erwähnt, haben die bestimmt alle ihre Decks gesteckt. Aber es geht ums Prinzip. Sieh gut her! Wenn ich meinen tapferen Kuribandit opfere, kann ich sofort 5 neue Karten ziehen. Allerdings darf ich nur die Zauber- und Fallenkarten auf der Hand behalten. Meine Monster gehen direkt auf den Friedhof. Also erstmal darf man diesen Effekt nur in der eigenen Endphase aktivieren und nicht, wenn der Gegner mitten im Zug ist. Und man darf nur eine Zauber- oder Fallenkarte auf die Hand nehmen. Raphael absorbiert mit dem Schwert die Angriffspunkte der Monster auf Yugis Friedhof. Aber nur von den 3, die ihr gerade seht. Er hat aber noch mehr Monster im Friedhof, die Eiatos Angriffspunkte geben müssen. Beim letzten Mal konnte sie doch auch von allen Monstern die Angriffspunkte nehmen. Außerdem bekommt die Eiatos einfach so auf einmal noch Angriffspunkte durch das Schwert. Das war vorher aber nicht so. Und ja, das Schwert gibt die Eiatos nochmal Angriffspunkte, aber 500 und nicht 300. Wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich vor kurzem 3 Monster auf meinen Friedhof geschickt. Und eins davon hat mich gerettet. Weißt du welches? Sieh gut her. Meine elektromagnetische Schildkröte. Ja, mit der elektromagnetischen Schildkröte kann man die Kampfphase des Gegners beenden. Das zerstört aber nicht das Schwert von Eiatos. Wie ist das denn jetzt passiert? Um den eigentlichen Effekt von Eiatos zu aktivieren, muss man eine Ausrüstungskarte, mit der die Karte ausgerüstet ist, auf den Friedhof legen. Aber das macht Raphael ja nie. Also warum geht das Schwert denn nach dem Angriff kaputt? Mein neuer Drache erhält 300 Punkte für jedes Monster, das sich auf meinem Friedhof befindet. Oh nein. Also, das ist ja komplett falsch. Der Amulettdrache kriegt für jede Zauberkarte im Friedhof Angriffspunkte dazu, wenn man diese verbannt. Das wird doch im Japanischen so gesagt. Aber bei uns hat man das abgeändert, was allerdings mega dumm ist, weil das heißt, dass es ein Monster wäre, was davon profitiert, wenn man mehr Monster auf den Friedhof schickt, was hier die ganze Zeit kritisiert wird. Also echt unlogisch, dass man das einfach abgeändert hat. Außerdem bekommt der Amulettdrache nur 100 Angriffspunkte für jede Zauberkarte, die man von beiden Friedhöfen verbannt und nicht 300 für jede seiner eigenen Karten. Der Amulettdrache zerstört ja auch Eiatos, aber Raphael verliert keine Lebenspunkte. Aber jetzt kommt das Allerbeste. Dank ihrer hübschen neuen Waffe erhält meine Wächterin der Finsternis 500 Angriffspunkte für jedes Monster auf meinem Friedhof. Eigentlich erhöht die Sense die Angriffspunkte des Monsters um 500 Punkte für jedes Monster in beiden Friedhöfen und nicht nur vom eigenen. Als nächstes opfere ich alle Monster, damit Sense des Grauens ihre Stärke absorbieren kann. Ja, Raphael kann nicht einfach so seine Monster opfern. Er hat keinen Effekt, der das verursacht und legt sie einfach auf den Friedhof, um seine Sense zu stärken. Das darf man nicht. Absoluter Gehorsam ist keine echte Karte. Und auch Zaubertaube nicht. Genauso wie Zirkel der Unterwelt. Der Pharao sitzt mit dieser Ratte da drin fest. Nein, nicht das noch. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Er hat die Karte Zirkel der Unterwelt gespielt. Ja, danke. Ich habe die letzte Folge auch gesehen. Selbst man nicht alle Folgen direkt hintereinander guckt, braucht man nicht immer wieder eine Erklärung für das, was man erst am Ende der letzten Folge gesehen hat. Im Original stehen auf diesem Grabstein die Namen von Raphaels Familie. Bei uns wurde aber einfach das Siegel von Orikakos draufgeklatscht, um das zu vertuschen. Ich bin ganz nah dran. Ich kann es fühlen. Sieh nur, deine Zukunft. Interessant. Im Original gräbt hier Raphael die Leichen seiner Familie aus, damit er einsieht, dass sie wirklich tot sind. Lächerlich. Eine Duel, das ist ja viel cooler. Außerdem nimmt Eiatos sogar die Schädel in den Arm. Und die Pose sieht man auch bei uns, aber da wurden die Schädel rausretuschiert. Geisterjagd ist auch keine echte Karte. Und auch Altar der Wiederherstellung nicht. Ich versetze meine Wächterin Sense des Grauens zurück in den Angriffsmodus. Jetzt kann sie da weitermachen, wo er aufgehört hat. Raphael benennt hier sein Monster weiblich und männlich. Aber sonst ist es immer einfach nur weiblich. Also müsste es heißen, jetzt kann sie da weitermachen, wo sie aufgehört hat. Das Orikalko-Schwert der Versiegelung ist keine echte Karte. Reduktionsbarriere ist natürlich auch keine echte Karte. Und Spinnennetz auch nicht. Verschmelzt miteinander zu Bogen der Göttin! Das verdoppelt die Angriffspunkte von Wächterin Eiatos. Eigentlich kann man mit dem Bogen den ersten Effekt annullieren, den der Gegner während der Battle Phase aktiviert. Und das ausgerüstete Monster darf 2-mal angreifen. Außerdem haben Eiatos und Raphaels Monster gleich viele Angriffspunkte. Mit dem Bogen kann Eiatos aber jedes Mal angreifen, wenn sich Raphaels Monster vor der Zerstörung rettet, indem er eine Karte abwirft. Aber wie gesagt, haben die gleich viele Angriffspunkte. Also stirbt Eiatos beim ersten Angriff. Die kann sich selbst nicht retten. Der Plan ist also eigentlich echt scheiße. Und dafür rufe ich Soldat des schwarzen Lichts!
Damit hast du wohl erstmal genug zu tun. Deshalb beende ich meinen Zug. Der Pharao beendet seinen Zug, ohne eine Karte verdeckt zu legen. Aber trotzdem hat er einfach eine Fallenkarte da liegen. Orichalcos Kutora ist auch nicht echt. Die beiden Extra-Reihen für Orichalcos sind logischerweise auch keine echten Karten. Durch diese bekommt das Siegel eh nur so unendlich viele Schwachsinnseffekte dazu wie die Götterkarten. Oh Gott, jetzt haben wir aber einiges. Energiereflektor ist keine echte Karte. Genauso wie der Orichalcos-Spiegel und die Ritterkarten. Und auch Doppelbogen-Zentaur nicht. Genauso wie Bosheit des Orichalcos. Hey, und wer hätte das jetzt gedacht? Auch Attackenschranke ist nicht echt? Ich würde ja gerne auch andere Punkte bringen, aber die setzen halt die ganze Zeit unechte Karten ein. Kann ich nichts machen. Da hatte zuvor die beiden Figuren neben Yugi entfernt und wollte dort die Seelen von Kaiba und dem Pharao platzieren. Aber als mir die Stelle nochmal zeigt, sind sie einfach wieder da. Und Überraschung, mit dem Schild des Hinterhalts haben wir noch eine unechte Karte. Ist doch bestimmt die letzte in diesem Duell, habe ich recht, Leute? Da hatte die vier Orichalcos-Ritter auf dem Feld in der Vorderreihe, aber auf seiner Dual-Disc wird kein Monster angezeigt. Orichalcos Schunoros ist eigentlich eine so beschissene Karte. Man kann sie nämlich nur beschwören, wenn ein normales Monster im Kampf zerstört wird. Da ruft es halt mit dem Effekt von seinem Kyutora. Aber oh mein Gott, was ist das für eine absolut furchtbare Beschwörungsbedingung. Und die Karte hat auch nicht 20.000 Angriffspunkte, sondern bekommt nur 1.000 Angriffspunkte für jedes Monster, was der Gegner hat. Stellt euch mal vor, ihr macht euch die Mühe, um dieses Monster zu rufen und der Gegner hat nur ein einziges Monster auf dem Feld. Wie kann eine Karte nur so scheiße sein? Ach, und die beiden Arme, die zu Orichalcos Dexia und Aristeros werden, gibt es natürlich auch nicht. Und auch Flut des Märtyrer ist keine echte Karte. Orichalcos 1, Seto Kaiba 0. Ich bin noch nicht fertig. Falle aktivieren. Kaibas Lebenspunkte fallen hier auf 0. Er kann nach seiner Niederlage nicht noch eine Fallenkarte aktivieren. Zudem ist allerletzter Wunsch keine echte Karte. Der Pharao hat hier zwei Karten auf der Hand und zieht dann Topf der Gier. Wenn er ihn aktiviert und den Elfenschwertkämpfer gelegt hat, müsste er drei Karten in der Hand haben. Aber er hat nur zwei in der Hand. Auch Seelenschild ist keine echte Karte. Das war jetzt nebenbei das 10. Mal, dass wir diese Szene gesehen haben. Ich habe es verstanden. Der Pharao ist echt kacke. Gleich ist es vorbei mit dir! Das ist die Karte, die Pegasus mir gab. Ich kann es fühlen. Legende des Herzens! Diese Karte hat der Pharao damals von Pegasus bekommen. Aber damals war die einfach leer. Niemand wusste, was man damit machen soll. Pegasus hat dem Pharao während des Duells gesagt, dass die Karte wichtig ist. Aber hier zieht er sie einfach aus seinem Deck. Heißt das, er hat die vorher da reingetan? Die war, wie gesagt, bis zu diesem Moment leer. Da war nichts drauf. Der konnte gar nicht wissen, dass die was bringt oder ob man die überhaupt im Duell benutzen darf. Hätte ja auch so eine Karte sein können wie die eine, die sie benutzt haben, um in das Büro von Pegasus reinzukommen. Der hat einfach so eine mögliche illegale bzw. unnutzbare Karte ins Deck getan. Das hat im Krieg um Atlantis die legendären Ritter in Drachen verwandelt. Aber als Eisenherz das erste Mal ihre Kraft beschworen hat, um gegen Darts anzutreten, waren es bereits Drachen. Klar, damit sollte nicht verraten werden, dass es eigentlich Menschen sind, aber dann hätte man vielleicht nicht zeigen sollen, dass sie von Anfang an Drachen waren. Und ich bin Sir Critias! Und mich kennt man als Sir Hermos! Und wieso hat Critias dann die Haarfarbe von Joey und klingt wie er und bei Hermos das gleiche mit Kaiba? Da muss eine Menge falsch im Studio gelaufen sein. Im Japanischen haben sie zwar die richtigen Stimmen, aber das Aussehen haben sie trotzdem total falsch gemacht. Ich will auch einmal erwähnt haben, dass die Effekte der Ritter in echt alle ziemlich anders sind. Und über genau diese und alle Fusionen der Drachen habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht, wo ich die Unterschiede zu den Anime und echten Effekten erklärt habe. Also schau doch gerne da vorbei, um mehr zu erfahren. Okay, machen wir weiter. Jetzt kann Critias deinen Angriff aufhalten und ihn deinen Monstern um die Ohren hauen. Oh nein! Ich fürchte leider doch! Okay, jetzt haben die den Rittern doch die richtigen Stimmen gegeben? Warum nicht direkt so? In dem Augenblick, als mein Schunoros verschwand, wurde meine göttliche Schlange geboren. Als erstes muss ich jede Karte, die ich auf der Hand halte, auf den Friedhof schicken. Wenn das erledigt ist, muss ich sämtliche Lebenspunkte von mir aufgeben. Was soll's? Die Karte kann man eigentlich rufen, wenn ein Monster zerstört wird. Und dann kann man einfach die Hälfte der Lebenspunkte zahlen und die Karte so rufen. Die Karte hat auch nicht unendlich viele Angriffspunkte, sondern man kann sie so hoch werden lassen wie die höchsten Grundangriffspunkte auf dem Feld. Als erstes lege ich 10 Karten aus meinem Deck ab, damit mein neues Monster angreifen kann. Man muss nicht 10 Karten auf den Friedhof legen, um mit der Schlange anzugreifen. Ich weiß, einige von euch denken vielleicht, das wäre schlecht, aber so viele Decks wollen ihre Karten heutzutage in den Friedhof kriegen. Junge, das wäre ja so broken. Eine mächtige Fallenkarte, die sich Seelenwechsel nennt.
Als meine Lebenspunkte auf Null fielen, gelang es mir, durch sie im Spiel zu bleiben, indem ich das schwarze Magiermädchen rief und mein Schicksal in ihre Hände legte. Mit Seelenwechsel kann man wirklich ein Monster beschwören und wenn das Monster das Spielfeld verlässt, hat der Gegner automatisch gewonnen. Aber wenn die Lebenspunkte auf Null fallen, hätte der Pharao trotzdem verlieren müssen. Der Pharao hat die Valkyrien auf der Hand. Die Karte hat er aber in der ersten Runde auf den Friedhof gelegt, um seinen Ritter zu beschwören. Aber hey, zum letzten Mal in dieser Staffel. Schlagartige Wiederbelebung ist keine echte Karte. Das waren in der einen Staffel einfach mehr als doppelt so viel wie in der ganzen Serie zuvor. Die Macher hatten richtig Bock. Mein Gott, waren das viele. Im Namen von Atlantis werden wir den beschützen, der uns befreit hat. Und jetzt sind die Stimmen wieder anders? Können die sich mal entscheiden? Lektion 1. Angriffspunkte sind nicht alles, sagte er, kurz bevor er ein Monster mit unendlich vielen Angriffspunkten beschwor, um das Duell zu gewinnen. Ich hatte schon fast gewonnen. Ich brauche nur noch eine starke Seele und dann kann sich der große Leviathan aus den Tiefen der Erde erheben. Das Interessante ist, das sagen die nebenbei schon die ganze Zeit. Das hat Raphael auch schon im Duell gegen den Pharao gesagt. In diesem Moment wartet die vernichtendste Kreatur, die je gelebt hat, darauf, sich erneut zu erheben. Sie braucht jetzt nur noch eine Seele. Aber die meinten auch die ganze Zeit, dass Kaiba eine starke Seele hat. Und die haben nicht zwischen deren Seelen unterschieden. Aber das hat Kaiba schon besiegt. Also brauchte er doch mehr als nur eine starke Seele. Oder es muss eine sein, die mit Magie verbunden ist, weil er auch seine eigene nehmen konnte. Das sagen die noch nie. Nebenbei. Das sah richtig kacke aus. Außerdem befreien die Ritter die Seelen von Kaiba, Yugi und auch Joey. Also hat der Leviathan noch zu wenig Seelen. Der kann doch da gar nicht auferstehen. Eine seltsame Störung unter Wasser hat einen heftigen Hurricane ausgelöst. Er hat einen Durchmesser von über 6000 Meilen. Der Durchmesser der Erde beträgt knapp 8000 Meilen. Nach dieser Logik ist der Hurricane beinahe so groß wie der gesamte Planet. Aber man sieht eindeutig, dass das nicht stimmt. Ich bin hier beim großen Leviathan. Red kein Schwachsinn. Du hast selbst gesagt, dass der große Leviathan ohne die Seelen der drei auserwählten Duellanten nicht erwachen kann. Ich habe eure Seelen einfach durch eine ebenso mächtige ersetzt. Durch deine Seele, richtig? Bingo! Ich hasse es, wenn man die ganze Zeit etabliert, dass man irgendeinen bestimmten Gegenstand, eine Person oder ein Ereignis benötigt, um sein Ziel zu erreichen. Aber am Ende da einfach gesagt wird, ich hab mich nur verarscht, das ging auch die ganze Zeit anders, aber bis vor 5 Sekunden habe ich nie was davon erzählt, weil ich gerade noch auf dem Klo zum Kacken war. Vor allem passiert es im letzten Arc mit Sorg schon wieder. Das ist furchtbar einfallslos und ruiniert jede Spannung, die zuvor aufgebaut wurde. Und Timaeus, zusammen mit der Klaue des Critias! Und jetzt vertauschen die auch den Namen bei Critias? Die wussten bei uns im Deutschen ja wirklich nicht, was welches Monster ist. Konzentriert euch jetzt auf das Licht, das in eurem Herzen scheint. Das ist der einzige Weg, wie wir uns retten können. Denkt an all die Leute, die euch etwas bedeuten. Es macht ja null Sinn, dass man nach dieser Ansprache den Moment zeigt, wo der Pharao versucht hat, Raphael zu retten. Im Original sieht man auch seine Monster. Die sieht er ja auch als seine Familie an. Ey. Die letzte Folge in dem Arc ist ja mal so unnötig. Die besteht aus mindestens 50% Flashbacks aus Sachen, die wir bereits in der Staffel gesehen haben. Und teilweise aus dem Duell, was gerade stattgefunden hat. Und das hier ist auch einfach der dritte Kampf gegen Darts. Ihn nach der ersten Niederlage mit dem Leviathan zu verschmelzen als finalen Boss? Okay, kann man eigentlich machen. Auch wenn es trotzdem dumm ist, dass man einfach sagt, dass seine Seele reicht und man jetzt nicht mehr die Seelen von Joey, Kaiba und Yugi braucht. Aber dann wieder sagen, dass er überlebt hat und ihn nochmal bekämpfen? Das ist einfach unnötig und zieht das Ganze nur in die Länge. Deswegen wird diese Folge auch mit dem ganzen Nichts gefüllt. Weil es einfach nichts gibt, was wir nicht eh schon gesehen haben. Ach, wenn schon, das haut mich nicht um. Mein Deck ist immer noch unschlagbar. Mann, ich hasse Kaiba manchmal echt im Deutschen. Er hat gerade erst ein Duell verloren. So unbesiegbar kann sein Deck ja nicht sein. Im Japanischen ist er halt wirklich so viel besser. Ey, yo, Leute, ihr wisst wie immer, viel lieben Dank, wenn ihr euch das Video wirklich bis hierhin angesehen habt. Wie bereits am Anfang erwähnt, würde ich mich extrem über ein Like und ein Abo freuen, weil ihr damit meinen Kanal unterstützen könnt. Und schaut doch auch gerne bei meinen anderen Fehlervideos vorbei. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.